15 Kapellen aus Bruck an der Mur und Umgebung gestalteten das diesjährige Bezirksmusikfest, im Zuge dessen das Blasorchester der Stadt Bruck an der Mur sein 120-jähriges Bestehen feierte. Ein toller Anlass für die Blasmusik in unserer Region. Der Anlass ist wirklich ein ganz ein toller, nämlich das 120-jährige Jubiläum vom Blasorchester Stadt Bruck an der Mur. Aber nicht nur dieses 120-jährige Jubiläum macht uns stolz, dass wir hier am Hauptplatz in Bruck dieses Bezirksfest abhalten dürfen, sondern natürlich gratulieren wir auch der Stadt Bruck zum 750-Jahr-Jubiläum und ich als Bezirksobmann bin sehr stolz, dass 15 Kapellen jetzt hier einmarschieren und anschließend noch 3 Kapellen dazukommen, die konzertieren werden. Das heißt, insgesamt mit 18 Kapellen heute bei diesem großen Jubiläum dabei sein dürfen. Zahlreiche Ehrengäste, darunter Landeshauptmannstellvertreter Siegfried Schrittwieser, waren gekommen, um der traditionsreichen Kapelle und den Funktionären persönlich zu diesem besonderen Jubiläum zu gratulieren. Die Blasmusik ist aus dem kulturellen Leben der Region nicht wegzudenken. Daher darf ich mich bedanken für den Idealismus, den es hier gibt. Und die Brucker Bevölkerung, aber auch viele andere werden es Ihnen danken. Und ich wünsche dem Blasorchester für die nächsten 120 Jahre, dass sie so ein schlagkräftiger Verein sind, bleiben, wie sie sind und auch in Zukunft vielen Menschen mit ihrer Musik erfreuen mögen. Als Dank für das Engagement um das musikalische und kulturelle Leben in der Stadt Bruck an der Mur überreichte Bürgermeister Bernd Rosenberger eine Ehrenurkunde der Stadt sowie als Präsent ein großformatiges Bild des jubilierenden Blasorchesters. Ich muss feststellen, als Bürgermeister der Stadt Bruck an der Mur, und ich bin auch Präsident und ich freue mich, dass ich diese Funktion ausüben darf. Gratuliere ich unserem Stadtorchester sehr herzlich zum Jubiläum. Und ich freue mich wirklich nochmals ausdrücklich, dass diese Jubiläen so zusammenfallen. Auf der einen Seite 120 Jahre Blasorchester Stadt Bruck und auf der anderen Seite 750 Jahre Stadterhebung unserer Stadt. Es passt zusammen, beides ist in Tradition und beides ist heute jugendlich frisch und dementsprechend auch darstellend. Und das freut mich wirklich. Das Vereinsleben, wie im Falle des Blasorchesters, über einen so langen Zeitraum zu gestalten, sei eine besondere Leistung, die hohe Anerkennung verdient. Und die Jugend trägt in den letzten Jahren einen großen Anteil am Erfolg der Blasmusik. Tradition wird bei uns großgeschrieben, aber Tradition ist nicht verbrennender Asche, sondern ist auch Zukunft und Jugend. Und bei uns in der Steiermark, wir haben 18.000 junge Musikerinnen und Musiker, davon über 55% junge Musiker unter 30 Jahren. Also die Blasmusik ist jung, sie lebt, sie hat Zukunft und sie hat Tradition. So wie hier das Blasorchester der Stadt Bruck 120 Jahre schon Tradition hat. Und das ist schön, glaube ich. Ja. Ein Jubiläumsfest der Extraklasse und vor allem ein besonderer Termin für alle Freunde der Blasmusik.